Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin eure Therapeutin Matt Urago und diese Therapie hier ist kostenlos. Genau, wir sind dabei, hier als Little Sifter ein bisschen durch die Gegend zu stampfen. Pitch, patch, pitch, patch. So. Okay, ah. Boah, tolle, schöne Pflanzen. Oh, schnupper, schnupper. Oh, ach so, Teile dort. 10 Jahre, Vater. Okay. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Okay. So, jetzt kriegen wir mal hier rein. Ich hoffe mal, da kommen wir in den Nachbarraum rein. Weiter und ja, und ja, jetzt sind wir gleich durch und wieder herauskrabbeln. Plumps, mal sehen, wo wir hier rauskommen. Ah, hier können wir nochmal Adam sammeln. Super. Dann tun wir das auch. Das sieht aber so nicht toll aus. So sieht das gar nicht toll aus hier. Und der müffelt auch schon ein bisschen. Ah, so ist der wieder viel schöner. Oh, hat er ein Häuschen gemalt. Hebelchen ziehen. Oh, der Hebel macht sogar lustige Geräusche. Oh, Geld, Geld. Ich mag ich nicht. Das ist nicht. Ah, mechanische Fische. Toll. Geht's hier mal weiter? Hm, das sieht aber hübsch aus. Was haben wir da? Jeden Tag ist Big Daddy Tag. Daddy Tag. Ah, schön. Die liegt auch noch gern rum. Da werden wir wahrscheinlich nachher noch als Big Daddy hier lang stampfen können. Okay. Ah. Der Helm. Oh, kommt das tolle Licht daher. Ah, von da oben, von der Lampe. Moment. Ach, wieder ein Tonbandgerät. Das werden wir auch noch mitnehmen. Ich guck mal, ob wir die eigentlich abspielen können. Hier schon mal. Tonbandgerät, Lamp. Ah. Funknachrichten, Lamp. Eleanor hinter Mutters Rücken. Hm, letzte. Leider können wir hier die nicht sehen, welche das sind. Schade eigentlich weg. Ich hoffe mal, wir können sie nachher noch abspielen und wissen dann, was das war. Normalerweise müssen die wahrscheinlich dann hier gelistet werden als Perso-Dingsbums, ja genau. Aber schauen wir mal. Vielleicht können wir das eigentlich auch nur als Big Daddy. Okay, da sind Herren, die sehen nicht so gut aus. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Na, ja, die Herren sind mir dann nicht ganz geheuer, den gehe ich mal so aus dem Weg. Bleib immer in der Nähe deines Freundes. Genau. Okay, da ist die Tür zu. Oh, guck mal, tolle Handschuhe. Hole ich für meine große Schwester die passenden Handschuhe. Okay, das hört sich gerade nicht gut an. Das Gekreische. Oh, Big Daddies, ganz viele. Ich will auch einen haben. Okay, geht's hier weiter? In einem hatte Mutter recht. Okay. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. So, wer bist du denn? Schön, aber da haben wir doch einiges richtig gemacht, indem wir die Richtigen getötet und die Richtigen haben leben lassen. So. Büro von... Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat. Ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Das ist schön. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. So, hier, Eleanor. Oh, das ist aber hübsch hier alles aus. Oh, hast du gar Mathe gelacht? Fein. Oh, ja, tolle Ballerina. Hey, das ist ein lustiger Vorhang. Der gefällt mir. Will ich auch haben. Oh, muss man hier noch Geld rumliegen?
Da kann man leider nicht alles ändern. Wir können nur was teilweise. Ah, jetzt haben wir es doch. Ist aber nicht so schön, das Bad hier. Okay, das ist einer mit Geschenk. Aber geben wir mal der lieben Eleanor erstmal ihre Anzug. So. Das sieht da. Sie hat aber ein grünes Licht. Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Wie auf die Nase hauen. Oh, tut das gut. Schön. Wir haben es geschafft, Vater. Ich liege immer noch rum. Ich liege aber immer noch halbtot hier rum. Und, okay. Da kommt ja meine große Tochter. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Okay. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Das ist super. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Das ist toll. Und wir haben auch noch den passenden Slot da frei. Wenn das nicht mal Zufall ist, als hätte ich das nicht geplant. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis wird ewig. Du bist aber groß geworden. Oh. Schon wieder weg. Okay, jetzt haben wir das Büro selber, das wir komplett nochmal erkunden müssen wahrscheinlich. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Okay. Wir gehen aber erstmal auf die Standardbewaffnung, und zwar den Flammenwerfer. Genau. Okay. Geschenk. Sammeln wir natürlich ein paar Erde, ein bisschen Adam wäre mir lieber gewesen. Haben wir noch in der Richtung was? Da ist der Verkaufsautomat, da sollten wir vielleicht auch nochmal vorbeischauen. Den können wir jetzt auch einsammeln. Hä? Ah, Verwandtkästen haben wir genug. So, Geld haben wir aber dafür nicht genug, aber brauchen wir auch gar nicht, weil wir haben ja jetzt Full Health. Und guck mal, ob wir jetzt die Tonbänder sehen können, die wir eingesammelt haben. Nein, hier haben wir so bloß die Teile da. Luxusressort. Funknachrichten. Ah ne, die Funknachrichten interessieren uns mal nicht. Lamp auch nicht. Schade, wir haben die Tonbänder eingesammelt und konnten sie aber leider nicht abspielen. So, der sieht auch etwas zu geknotet aus. Hat er noch was da? Ja. Ah ne, ich war ja schon richtig. Ich wollte ja nicht die wechseln, ich wollte eigentlich das wechseln. Ein bisschen was für die Distanz. So, Bunsch. So. Ah, den wollen wir da auch noch mal haben. Oh, wenn man die Flamme aber hier macht. Gucken wir, wie es aussieht mit starken Mieten. Oh. Wo bist du denn hin, großer Dicker? Kann man aufhören zu werfen hier? Dann erforschen wir dich auch noch. Weil die haben wir noch nicht fertig erforscht, die Freunde. Weil da haben wir noch ein bisschen, So, da haben wir die Antiperson-Munition hier nochmal. Und da fährt er auch um. Oh, A-Forschung, das war super. Subject Delta. Oh. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Nö, das weiß ich nicht. Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Okay. Ja, Töchterchen. Aber erst möchte ich mich hier nach oben schauen, weil wir haben ja ein paar umgehauen.
Und die möchte ich gerne ein bisschen leer looten. Außerdem möchte ich gerne nochmal nach da drüben rein, weil da waren so viele tolle Sachen zum Einsammeln. So, haben wir einer von den Dicken hier. So. So. Oh, Herz haben wir auf alle Fälle. Verbandsmaterial. So. Und es geht hier nach da drüben. Da nutzen wir die Chance des Nachladens. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt hier drüben rein. Nein, kommen wir immer noch nicht. Leider schade. Hier drüben hätte ich gerne mal ein bisschen geforscht. Schade, schade. Können wir in dein altes Zimmerchen rein? Auch nicht. Es bleibt nur der Weg geradeaus vorwärts. Finde ich ein bisschen schade, dass wir hier uns nicht mal umschauen können. Hätte ich hier gerne gemacht. Ah, eine Schleuse. Komm her, Töchterchen. Eleanor, genau, fein. So, jetzt kann ich das Ganze mal ein bisschen fluten. So, Eve ist da schon. Adam haben wir ja auch eingesammelt. Müssen wir nur sehen, dass wir irgendwo einen Garten finden, wo wir das schicke Eve ein bisschen unter die Neute werfen. Aber erstmal geht das in das Innere von Persephone. Schade, dass wir die Tonbänder nicht abhören können. Das ärgert mich ein bisschen, aber wir hätten ja noch sowieso nicht mehr da in die Richtung gekommen. So, alles klar, Töchterchen. Wo geht's lang? Nach oben, Vater! Schnell! Nö, ich gehe aber nicht nach oben. Ich schaue mich immer hier um. Alte Angewohnheit von mir. Ich, alter Messi, guck mich erstmal genau hier um. Und studiere den Plan. You are here. Karte der Anlage. Da geht's auch nach oben. Da geht's nach oben. Bleibt dir wahrscheinlich egal. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Okay. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Ja, welche Zähler? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Hübsches Bildchen drauf. Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Das klingt nicht gut. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Nee. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Ja, wo müssen wir aber lang? Du sagst schön, du sagst einfach komm. Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. So. Einmal die Sache geregelt. So, eine Herstation, die natürlich wieder schreit nach Hack mich. Genau, und da machen wir mal den Hector sozusagen. So. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Restless wird gemeinsam fallen. So. Ja, komm, fall um. Ich kann auch mal zuhauen, ja. So. 166, dahin. Feuer. War eine knappe Geschichte, aber haben uns gut geschlagen, würde ich sagen. Hier mal noch eine Tür. Geht die auf? Nein, die geht nicht auf. Und da ist etwas zum Hacken. Haben wir noch genug normale Hackerfälle, aber wir haben genug von den automatischen. Da sollten wir die auch mal benutzen. Weil wäre schade, wenn die vergrömen. Okay, einmal eine Tommy Gun, kurz noch fallen gelassen. Ein Automaten, der meint, wir sollten ihn hacken. Dann hacken wir ihn einfach mal. Und fertig ist der Hector. So, Bild da, Bild hier. Da liegt auch ein Grillwürstchen rum. Ein Regelung des Einlockrichtung. Funktioniert Achtung, nicht. Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. So, das Reservoir. Nicht zu vergessen, das Reservoir zu leeren. So, erstmal haben wir hier noch einen Garden-Automaten, den wir mal benutzen. Schade, dass wir die eigentlich nicht hacken können.
Die Frage ist, ob wir noch irgendwas haben zum Aufbauen. Friert den Gegner in einen Eisblock ein. Das klingt toll. Das könnten wir nehmen. Hypno 3. Jetzt kannst du dich starke Kerle rekrutieren. Auch nicht. So viele haben wir davon leider nicht. Da sind auch noch bei Hacker-Geschichten. Eve-Schoner. Oh, den sollten wir auf alle Fälle nehmen. Den Eve-Schoner. Den haben wir ja sowieso schon drinne. Und ersetzen ihn dann mal mit. Jetzt haben wir noch 85. Die würde ich dann doch lieber investieren. In die ein bisschen Eve-Upgrade, würde ich sagen. Und ein bisschen Dalton. Weil davon kann man nie genug haben. So, ein Cashler, das nehmen wir natürlich noch mit. So, weil nämlich, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Sieht zwar schön und toll aus da drinnen, aber unsere Zeit ist wieder um. Wir gucken noch in die Kasten rein. Und ja, das war's nämlich für heute. Weiter geht's dann erst morgen und ihr könnt bis dahin ein paar nette Kommis reinschreiben oder gebt mir einfach noch einen Daumen nach oben, denn ich bin Mac Furaro und sag Servus und Ade.